Ja, herzlich willkommen zur nächsten Runde von Graph and Model Driven Engineering. Entschuldigt die kurze Verspätung und die Verwirrung mit dem Raum. Die Ankündigung war einfach für letzte Woche für die Übung gedacht. Also standardmäßig mittwochs hier. Falls wir eine Übung machen, wo ich denke, dass ihr recht viel an euren eigenen Laptops was machen werdet, dann versuche ich zu schauen, ob wir dann auch in unser Labor können, wenn das frei ist, weil ich denke, dass man da besser vielleicht mal in Gruppen an einem Tisch sitzen kann, das mit dem Strom einfacher ist. Genau. Also da würde ich dann jeweils, falls wir uns einen Mittwoch im Labor treffen, dann eine Ankündigung in Discord und auf den Blog schreiben, aber sonst standardmäßig hier. Genau. Letzte Woche hatten wir Übungen und davor waren wir stecken geblieben in der Betrachtung, wie können wir Vererbung in Krafttransformationssystemen unterbringen. Damit machen wir nachher weiter. Aber davor wollte ich, genau, also in der Vorlesung waren wir damit stecken geblieben, wie machen wir, wie bringen wir Vererbung in Krafttransformationen unter. Und in der Übung hätte ich eigentlich auch noch in Groove mit euch anschauen wollen, wie attributiert man da Graphen. Und mein Plan war jetzt dann, das mit der Vererbung zu Ende zu bringen, den Vorlesungsteil, und dann mit euch nochmal gemeinsam in Groove zu schauen, wie kriegen wir da Attributierung hin und wie kriegen wir da Vererbung hin. Einfach, dass ihr das gesehen habt, Attributierung, also Vererbung braucht ihr nicht in Groove fürs aktuelle Übungsblatt, aber Attributierung ja schon. Ich bin mir nicht sicher, ob jetzt jeder von euch die Doku angeschaut hat und ihr das sowieso alle wisst. Oder geh mal davon aus, dass es ganz gut ist, wenn wir das hier noch machen. Gut, aber davor ganz kurz ein Nachtrag oder zwei Nachträge ganz zu Anfang. Zum einen, ich glaube, Max war das, der nach der Next Rule gefragt hatte, dass man damit ja dafür sorgen kann, dass da Lücken auftauchen in Zellen. Und ich hatte sowas gesagt wie, ja, aber in ihren Beispielgrammatiken haben die das verbessert. Ich habe nochmal ins Paper reingeschaut und die haben die Regel mit voller Absicht so entworfen. Also in dem Paper, wo die das benutzen, geht es um Model Checking und dann haben die die Regel mit voller Absicht so entworfen, um zeigen zu können. Und wenn man jetzt in Groove Model Checking betreibt, kann man feststellen, wenn wir diese Regel verwenden, kann es Lücken geben in unserem zirkulären Buffer, also Zellen, wo davor und dahinter ein Objekt gespeichert ist, aber in der Zelle eigentlich nicht. Also nur um das nochmal dazu zu sagen, das war voller Absicht, nicht, dass ich da irgendwie jemanden doof darstelle, die das mit voller Absicht so gemacht haben. Ja, bitte. Genau. Ja, können wir kurz sagen, ich dachte, ich hätte auch geschrieben. Also man, okay, man könnte zum einen Flags benutzen, also dass man da eine Flag reinschreibt, dann muss man halt die irgendwie pflegen. Aber das Konzept von Null gibt es in Groove nicht. Also, oder zumindest ist es nicht dokumentiert. Da gibt es ja manche, also in dem Programm gibt es manches, was halt niemand in der Dokumentation aufgeschrieben hat. Aber genau, ein Knoten ist halt entweder da oder nicht. Und das hattest du dann in deiner Frage auch schon geschrieben, dass das dann ja unter Umständen bedeutet, dass man zwei Regeln schreiben muss. Und genau, also wenn man dann von Anfang an ein Graph-Transformationssystem entwirft, dann kann man das unter Umständen umgehen. Also in dem Fall könnte man das zum Beispiel mit Vererbungen umgehen.
Aber dann würde man, in der Aufgabe geht es ja darum, Code herzunehmen und sich zu schauen, was haben die da hingeschrieben und wie kriege ich das jetzt möglichst nah in ein Graph-Transformationssystem. Und wenn man dann nicht so neue Konzepte einführen will, die im Code gar nicht auftauchen, passiert das regelmäßig, dass man sagen muss, okay, das kriege ich jetzt nicht mit einer Regel hin, da brauche ich zwei für. Ist dann nicht so besonders elegant, aber genau. Aber mir wäre nicht bewusst, also hätte ich zumindest in der Dokumentation nicht gelesen und noch nirgendwo gesehen, dass die das Konzept haben, dass ein Knoten existiert, aber null ist. Also. Genau, also das war das eine, was ich sagen wollte, dass halt diese Regel mit voller Absicht so war. Und dann habe ich im ersten Foliensatz noch was ergänzt, das ich ganz kurz wiederholen oder auch noch einführen wollte. Und ich habe das in den ersten Foliensatz geschrieben, weil es da inhaltlich am meisten Sinn macht. Nämlich, wie kann man überhaupt Regeln aufschreiben? Was für verschiedene Varianten gibt es, Regeln hinzuschreiben? In der Definition davor hatten wir so eine Regel als Tupel hingeschrieben. Also man schreibt einfach einen Graphen L hin, einen Graphen R, das ist dann die linke und die rechte Regelseite, und dann eine Menge von negativen Anwendungsbedingungen. Das sind Graphen, die sind größer als die linke Regelseite. Und wenn ihr irgendwie über eine Regel sprechen wollt, könnt ihr die natürlich immer so aufschreiben, und dann muss irgendwo geklärt sein, was ist denn jetzt L, was ist R, da malt man dann normalerweise ein Bild, und wie identifizieren wir Elemente aus L und R, da gibt man den Elementen dann normalerweise irgendwie Identifier, um zu sagen, das sind in L und R die gleichen. Was wir die ganze Zeit gesehen haben in Groove, wie man Regeln noch darstellen kann, ist eben diese integrierte Präsentation als ein Graph. Dass man nicht die Nax und linke und rechte Regelseite irgendwie separat hernimmt, sondern alles als einen Graph hinschreibt und in dem Fall dann durch Farben kodiert, welche Rolle die spielen sollen und wie diese Elemente, genau, also in welchen Graphen diese Elemente auftauchen, welche Rolle die spielen. Hier dann eben blau, grün und rot und andere Graph-Transformations- Tools benutzen dann auch sowas wie Annotationen, dass dann ein Element mit Create oder Delete getaggt ist. Also das sind die zwei Schreibweisen, die wir gesehen hatten. Die Tupelnotation und die integrierte Darstellung. Und was es auch noch häufig gibt, ist, das als so eine Transformationsvorschrift hinzuschreiben, dass man L und dann einen Doppelpfeil nach R schreibt oder das auch zwischen Grafiken setzt, diesen Pfeil, um deutlich zu machen, von der Situation L gehen wir mit dieser Regel in die Situation R über. Und manche integrieren dann die negative Anwendungsbedingung in die linke Regelseite direkt oder schreiben es extra dahin. Ja. Jetzt in der Übungsaufgabe auf Blatt 1 sollt ihr tatsächlich einmal die Tupeldarstellung hernehmen als die eigentliche formale Definition und dann hinschreiben, der Graph L besteht aus den folgenden Elementen und da gehört die folgende Typisierungsfunktion zu. Und der Graph R besteht aus den folgenden Elementen. Genau, aber ansonsten, wenn ihr das einmal geübt habt, ist das relativ egal. Das, was wir jetzt vor allen Dingen am Anfang am meisten benutzen werden, ist ja die integrierte Darstellung, dass ihr einfach eine Grammatik über Groove abgebt. Weil irgendwie kam mir das so sinnvoll vor, wenn ich dann einen Graph gegeben habe. Also sozusagen
dann da sozusagen das, was ich habe, irgendwie drauf zu mappen. Denn sonst wusste ich irgendwie nicht genau, wie ich eigentlich, was ich dann dem zuordnen sollte. Genau, also das macht nur Sinn, wenn man auch den Typgrafen hat. Also den müsst ihr auch entwerfen. Aber das war ja in dem... Dann war dieser Startgraf gegeben. Und dann wusste ich nicht, wie ich ohne, also ob das dann auch den Startgraf übertragen werden kann. Ich mach das Übungsblatt dann auch gerade direkt mal auf. Genau, also wir haben den Typgrafen, den Startgrafen und die Transformationsregeln gegeben. Und wenn man das jetzt formal spezifizieren soll, dann besteht die Regel Fenster auf, ja eben aus mehreren Graphen. Die sind alle getypt. Die sind alle getypt, also da gehört dann ein Morphismus von der linken Regelseite von Fenster auf in den Typgraphen dazu. Aber der Typgraph ist ja gegeben. Genau. Also hier geht es gar nicht, in der Aufgabe geht es nicht um eine Regelanwendung, sondern nur darum, einmal formal hinzuschreiben, aus was besteht die Regel eigentlich? Aus was besteht der Startgraph eigentlich? Und ja. Genau. Durch den Typgraph kommt halt da rein, dieser, also jetzt hier der Knotenraum. Der ist ja nicht an sich ein Raum. Das ist irgendwie, besteht dieses Ding hier aus mehreren Graphen, die haben jeweils Knoten und Kanten. Und irgendwie muss ich dafür sorgen, dass ich weiß, das ist ein Raum. Und das machen wir über Morphismen. Und hier habe ich eben den Namen Raum verwendet in dem Typgraph. Und diese Abbildung einmal formal hinschreiben. Und was ich da ja auch schon zugesagt hatte, also ihr habt dann die mehrere Graphen in der Regel, ihr habt den Startgraphen und all die haben Typisierungsmorphismen. Und so, wenn ihr da einen einmal von hingeschrieben habt, ich nehme das Element her und bilde es so ab und das Element her und das bilde ich so ab und dann ist das Ganze ein Morphismus, dann reicht das auch einmal und bei den anderen schreibt ihr nur noch, es gibt genauso wie da vorne. Typisierungsmorphismus. Ja, dann, genau, die nächste Art und Weise, eine Regel hinzuschreiben, eben dieses als Transformationsvorschrift, wir gehen vom Zustand L in den Zustand R. Manchmal die Nax irgendwie als separate Graphen aufgelistet, manchmal dann doch in die linke Regelseite integriert. Und auch in dieser Darstellung bleibt implizit, welche Elemente erhalten bleiben. Also dieser Graph K, der der Schnitt zwischen L und R ist. Und dann eine ganz explizite Notation als sogenannter Span, wo man das K explizit hinschreibt und Pfeile nach L und R, um zu zeigen, der Graph K, der bettet nach L und nach R ein. Um das dann mal konkret zu machen, also so sieht das dann als eine Transformationsvorschrift aus, die Regel get, die um sagen zu können, was ist denn jetzt der Schnitt zwischen L und R, müssen wir die Objekte irgendwie aufeinander zuordnen können und dafür benutzen wir dann Indizes. Da könnten wir uns also dann formal vorstellen, die
Knoten aus der linken Regelseite sind, ist eben eine Menge B, C1, C2 und O, und die Knoten aus der rechten Regelseite sind die, das Objekt ist weg. Und werden dann halt eben über den Typisierungsmorphismus auf Zellen, Objekte, Buffer abgebildet. Und dadurch, dass C1 in der linken und in der rechten Regelseite auftaucht, weiß ich eben, es liegt auch im Schnitt. Das bleibt implizit, aber so kann ich das hinmalen und alle Elemente, die in R auftauchen und in L nicht, gibt es hier in dem Fall nur die First-Kante, die werden eben von der Regel geschaffen. Alle Elemente, die in L auftauchen, aber in R nicht mehr, die werden gelöscht. Und die Indizes zeigen, dass sie sind die, die wir auf, vorher und nachher hatten. Und genau die gleiche Regel als Span, da malt man eben einmal den Schnitt hin, wo die First-Kante aus der linken Regelseite eben schon fehlt, aber die First-Kante aus der rechten Regelseite und das Objekt auch fehlt und die First-Kante aus der rechten Regelseite eben noch nicht auftaucht. Also hier hat man alle Informationen dann ganz explizit in dieser Darstellung. Und da kann man dann auch, das sind die gleichen Folien, aber ich hatte die Vorlesung abgeschlossen mit dieser schematischen Darstellung von Regelanwendungen. Und da kann man dann ganz explizit sich aufmalen, wie so eine Regelanwendung in den zwei Schritten vonstatten geht. Also wenn wir die Get-Regel anwenden auf den Graphen G, haben wir nur eine Möglichkeit, die Regel abzubilden, weil es nur eine First-Kante gibt. Also wir können den Buffer sowieso nur auf den Buffer abbilden, weil es nur einen Buffer gibt. Aber die Zellen haben wir auch nur die, wenn wir die Regel anwenden wollen, nur die Möglichkeit, eben die Zelle C1 auf diese Zelle abzubilden, die Zelle C2 auf diese Zelle. Und Max hatte gesagt, ich mache es besser mit der Maus für den Film, genau, weil es eben nur eine First-Kante gibt. Wir haben gar keine andere Möglichkeit für einen Homomorphismus. Und im ersten Schritt löschen wir eben die Elemente, die in dem Graphen K nicht mehr auftauchen. Also das Objekt hier verschwindet, die Well-Kante dahin verschwindet, die First-Kante verschwindet. Und im zweiten Schritt fügen wir alles hinzu, was in der rechten Regelseite neu auftaucht. Also die First-Kante, habe ich jetzt einfach als eine Kante mit zwei Beschriftungen eingemalt. Hier ist jetzt eine Kante First und eine Kante Last, aber dann würde das Bild so voll, wenn ich zwei Kanten dahin male. Also so eine sehr detaillierte Abbildung, was bei so einer Regelanwendung passiert. Und das wird dann für manche Analyseverfahren später wichtig, sich die Sachen so detailliert aufzumalen. Genau, so als Nachtrag, dass die Folien, die ich jetzt gezeigt habe, die habe ich neu eingefügt in die Folien von der ersten inhaltlichen Vorlesung. Das ist auch schon online in der Dropbox und dachte, dass wäre eigentlich gut gewesen, das direkt in der Vorlesung nochmal so explizit durchzugehen. Diese verschiedenen Schreibweisen, die es alle gibt und die sich für unterschiedliche Sachen anbieten. Gibt es dazu soweit Fragen? Dann würde ich in die Vorlesung wieder einsteigen wollen.
Genau, wir hatten relativ weitgehend Vererbung eingeführt. Wir mussten erstmal Vererbung in die Typgrafen reinkriegen und dafür brauchen Typgrafen abstrakte Objekte und eine Vererbungsbeziehung zwischen den Knoten. Da hatten wir ein Beispiel für angesehen und dann das formal eingeführt, dass wir Vererbung zwischen den Knoten durch eine partielle Ordnung zwischen den Knoten einführen und als abstrakte Typen eine Menge von den Knoten auszeichnen. Und gesehen, dass wir hiermit mit einer partiellen Ordnung keine Zyklen bauen können. Also so eine Vererbungshierarchie ist dann per Definition zykelfrei, aber was die Definition zulässt, ist Mehrfachvererbung. Und hatten dann uns zwei verschiedene Arten von Morphismen angeguckt, nämlich einmal wieder die Typisierungsmorphismen. Wie kriegen wir jetzt diese Bedeutung, die wir im Typgraph geschaffen haben, in die Graphen rein, mit denen wir eigentlich arbeiten wollen? Und haben da gesehen, da müssen wir jetzt nicht mehr Typstriktheit im Typisierungsmorphismus zulassen, sondern erlauben, runterzutypen. Das sorgt dafür, dass ein Objekt, das feiner getypt ist als ein anderes, die Attribute und Kanten von seinen Oberobjekten erben kann, dass die da auch definiert sind. Und mussten auch für Morphismen zwischen Graphen, die wir eben für die Regelanwendung brauchen, zulassen, dass diese Morphismen runtertypen dürfen. Das erlaubt uns dann, dass wir in der Regel einen abstrakteren Typen definieren können und den, wenn wir sie anwenden wollen, auf verschiedene konkretere Typen abbilden können und uns so Regeln sparen. Und da waren wir, wenn ich mich richtig erinnere, in diesen Beispielen. Bei diesen Beispielen stehen geblieben. Dass wir hier jetzt Regeln haben, wo Object jetzt ein abstrakter Knoten ist, also keine abstrakte Klasse, ein abstrakter Typ von Knoten mit konkreteren Typen Object A, Object B, also mit Knoten Object A, Object B, Object C, die nicht abstrakt sind und davon erben. Und jetzt können wir die abstrakten und die konkreten Typen in den Regeln eben verwenden. Genau, was man zum einen sieht dafür. Müsste ich nochmal zurückgehen, also zur Erinnerung. Der Typgraph, den hatten wir uns schon vorher angeschaut. Da erinnert sich ja bestimmt niemand mehr an die Details. Also wir haben jetzt auf Object das Attribut Data definiert, das ein Integer ist. Die Well-Kante von Zellen ist immer noch zu Object definiert. Und das Object B hat jetzt als zusätzliches Attribut ein Attribut vom Namen Info, das ist vom Typ String. Also das war der Typgraph, mit dem wir jetzt arbeiten. Genau. Warum gibt es hier zwei Regeln, Put Object A und Put Object B? Ja, Max. Weil wir eben ja bei Object B noch das extra Attribut dabei haben. Info existiert ja nur bei Object B. Könnte man, wenn man jetzt nur Object A oder das abstrakte Object nimmt, gar nicht darstellen. Genau, also wir könnten zum einen ist das Info-Attribut nur für B definiert. Könnten wir das abstrakte Object überhaupt benutzen in den Put-Regeln? Also, Nein, was abstrakt.
Genau, also das ist, da wollen wir das Gleiche, wie wir eine abstrakte Klasse nicht instanzieren können wollen, wollen wir abstrakte Knoten nicht erzeugen. Also da können wir uns keine Regel sparen. Wir haben jetzt drei verschiedene Arten von Objekten und wenn wir irgendwie diese Objekte erzeugen wollen, dann brauchen wir auch drei verschiedene Regeln, die diese verschiedenen Arten von Objekten erzeugen. Also hier sind jetzt nur zwei abgebildet, einmal für A, einmal für B. Und denen kann ich dann zum Beispiel einen Parameter mitgeben, um wenn ich da als Data einen Integer speichern will oder als Info den Infostring mitgeben will, das kann ich als Parameter machen. Aber da brauche ich dann zwei bzw. drei verschiedene Regeln für, um die drei verschiedenen konkreten Typen erzeugen zu können. Ja, bitte. Das A wegmessen, weil sich dann die Daten des Objekts. Jetzt machen wir explizit das Objekt A. Wir müssen dann Objekt C oder so was hinzufügen als Regel, wenn wir auf den Daten gucken, den wir hatten, weil wir da weg haben. Das Problem hier ist ja, also du denkst genau richtig über diese Vererbung, aber hier wollen wir jetzt finde ich die Maus nicht. Hier wollen wir ja erzeugen. Also dieses Object A, das gibt es nicht, das suchen wir nicht, ja, sondern das schreiben wir neu rein. Genau, und da müssen wir eben sagen, genau das will ich und brauchen weiterhin drei Regeln. Und hier passiert genau das, was du gesagt hast. Wir brauchen nur eine Regel get, weil das in der, das ist zu löschen, das taucht in der linken Regelseite auf. Das müssen wir finden und wir haben ja gerade gesagt, wenn wir einen Ansatz suchen, das ist formell ein Homomorphismus, der darf runtertypen, das heißt dieses Objekt, das zu löschen ist, da suchen wir einfach, da ist es uns egal, wir brauchen nur, da ist irgendwas vom Typ Object, ob es jetzt A, B oder C ist, das wollen wir löschen, also nehmen wir hier den abstrakten Typen. Das Einzige, wo man hier noch aufpassen muss, ist, Groove lässt einem das genauso durchgehen, wie es hier steht und funktioniert für alle drei Arten von Object. Wenn ich jetzt in den Objekten werde ich ja normalerweise diese Attribute Info und Data gespeichert haben. Und so wie wir Regelanwendungen definiert haben, oder formal gesehen sind das Kanten. Da zeigt eine Kante vom Typ Data auf irgendeinen Integer und eine Kante vom Typ Info auf irgendeinen String. Und der String und der Integer liegen auch im Graphen. Und so wie wir Regelanwendungen definiert haben, müssen, wer ist die Regel dann erstmal nicht anwendbar, wenn diese Kanten da sind, sondern ich müsste explizit spezifizieren, die müssen auch gelöscht werden. Und dann kann ich hergehen und für Object A und Object C genau diese Regel definieren, die die Infokante löscht, weil die Infokante für beide definiert ist und müsste für Object C noch eine zweite Regel definieren, die die Info und die Stringkante, die Info und die Data-Kante löscht. Genau, aber Groove würde jetzt erstmal hergehen und die Kanten einfach implizit löschen, außer man stellt eben ein, dass man das nicht will und so wie wir es definiert haben, bräuchte man hier dann noch streng genommen zwei Regeln, die die Kanten explizit löschen. Genau, also formal, wie betrachten wir Vererbung in Graphregeln? Eine getypte Graphregel ist immer noch ein Tupel, L, R und Nax. Und die linke und die rechte Regelseite sind getypt. Und wir haben immer noch den Graphen K, der auch
der Schnitt aus der linken und der rechten Regelseite ist. Und das ist der Teil, den wir finden müssen, aber nicht löschen, sondern der einfach bleibt. Und wir erlauben keine Umtypisierung. Also das hatten wir auch schon ohne Vererbung. Die Zelle, Buffer, Zelle, die müssen wir nur finden, an denen ändern wir nichts, aber die bleiben auch Buffer und Zelle und Object und ändern ihre Typen nicht. Und dann die rechte Regelseite ohne K, das sind die Elemente, die wir neu erzeugen und da dürfen keine Knoten auftauchen, die abstrakt sind, weil wir eben keine abstrakten Knoten schaffen wollen. Und in Nux dürfen wir aber runtertypen. Da genau, was das bedeutet, ist, wir wollen hier ein Object löschen und es wäre jetzt erlaubt, eine NUG herzunehmen und zu sagen, wir verbieten, dass dieses Object vom Typ A ist. Also das bedeutet, dass man in der NUG runtertypen darf. Also wir könnten die Regel dann anwenden und Objekte vom Typ B und C löschen, aber nicht vom Typ A. Also das bedeutet es anschaulich, dass man sagt, in der NUG können wir die linke Seite wiederverwenden, aber dürfen feinere Typen nehmen. Bedeutet anschaulich, wir könnten in der NUG sagen, Typ A nicht. Und das würde dann eben bedeuten, ich kann Object A nicht, ich kann Object B und C mit der Regel dann weiterhin löschen, aber Object A nicht mehr. Ja, bitte. Das NUG war das rote Object? Genau. Das heißt, wir müssen noch eine extra rote Kante für, es darf nicht Object A, aber parallel die blaue mit Object generell. Dann definieren wir das dann, dass wir nur das eine Object in Groove könnte man genau, also da könnte man einen Zeilenumbruch einfügen und dann mit Not oder dem Ausrufezeichen Doppelpunkt den feineren Typ nochmal reinschreiben. Wir können, also wenn wir gleich Groove aufmachen, kannst du mich auch gerne nochmal dran erinnern, dann können wir das machen. Oder man könnte es genauso gut als zweites nochmal daneben schreiben. Genau, und die Regelanwendung, die bleibt genauso, wie wir sie vorher auch definiert hatten, nämlich, dass wir weiterhin formal einen Homomorphismus, einen Graphmorphismus brauchen, einen Ansatz, also wir müssen die linke Regelseite finden in dem Graphen, auf den wir sie anwenden wollen. Dabei, das haben wir uns jetzt ja in den Beispielen angeschaut, dürfen wir nach unten typen, also wir können Elemente aus der linken Regelseite, da dürfen wir sowas wie Object verwenden und auf Object A nach unten abbilden. Die NUGs dürfen wir nicht finden. Weiterhin dürfen, wenn wir die Löschung durchführen, keine hängenden Kanten zurückbleiben. Also wenn wir alle Löschungen durchgeführt haben, muss weiterhin ein Graph da stehen. Und die Regelanwendung ist dann ganz genauso definiert wie im Fall ohne Vererbung. Nur, dass die Elemente, also hier ist es dann nochmal besonders wichtig, das hatten wir in der Regelanwendung ohne Vererbung genauso,
Aber hier ist es dann besonders wichtig, nochmal dazu zu sagen, dass die Elemente aus D, also die Elemente, die ich vorher schon hatte, ihren Typ nicht ändern. Also ich kann ja in der Regel... hergehen. Das hätte ich bei den Beispielen mal aufpassen müssen. Hier will ich jetzt alle Elemente, wo ich Vererbung habe, lösche und erzeuge ich. Aber theoretisch könnte ich ja auch ein Object haben in einer Regel, das und nicht ändern wollen. Also ich kann abstrakte Objekte in dem Teil K von der Regel verwenden, in den Elementen, die ich suche und nicht verändere. Oder auch einfach Objekte, die von anderen Objekten erben, aber selbst konkret sind, kann sie nach unten abbilden und sie ändern sich durch die Regelanwendung nicht. Das hatten wir ohne Vererbung genauso definiert, dass halt die Regelanwendung keine Typen ändert. Aber hier ist das nochmal wichtig zu betonen. Alles behält seinen Typ und die neuen Elemente bekommen eben den Typ, den sie aus der rechten Regelseite haben. Und dann gibt es ein formales Resultat für Vererbung, das besagt, dass Vererbung Syntaktik Sugar ist. Genauso waren wir, wenn ich mich richtig erinnere, mit eingestiegen, dass wir fürs Programmieren, wir würden zwar nicht ohne Vererbung programmieren wollen, aber wir bräuchten es nicht. Eigentlich, es spart uns Platz, es kapselt Gemeinsamkeiten schön zusammen, es hebt Dinge auf ein angemesseneres Abstraktionslevel, wenn man Vererbung richtig einsetzt. Aber wir bräuchten es nicht. Wir könnten auch die gleichen Sachen fünfmal hinschreiben, zehnmal, wie oft auch immer. Und genauso verhält sich das mit Vererbung bei Graphtransformation. Wenn wir einen Typgraphen mit Vererbung haben, einen konkret getypten Graphen und eine Regel, die Vererbung benutzt und einen Ansatz für diese Regel, dann gibt es genau dann eine Transformation von diesem Graphen G zu einem Graphen H, wenn es eine konkret getypte Regel gibt über dem sogenannten flach geklopften Äquivalent von dem Typgraph mit Vererbung, D auch zu H transformiert. Also wir kriegen genau die gleiche Transformation, nur mit einer etwas angepassten Regel. Und da wollte ich jetzt einmal an dem Beispiel hinmalen, was bedeutet das, das flach geklopfte Äquivalent. Also statt dieses Typgraphen mit Vererbung müssen wir einfach die Vererbung auflösen. Also Buffer bleibt, wie es ist. Und auch die Zelle bleibt. Wir haben da weiter First- und Last-Kanten hin. Wir haben weiter die Next-Kanten. Und wie können wir jetzt die Vererbung auflösen? Ja, Max? Genau, wir lassen das abstrakte Objekt weg. Haben Object A, Object B, Object C und kriegen dann eben, genau wie du gesagt hast, für jedes eine Wellkante. Und ganz genauso für die Data-Kante. Also haben hier den Typ Int und dann kriegen wir für jedes eine Data-Kante.
Und für das B war das. Haben wir dann noch. Ja. Genau, also das flach geklopfte Äquivalent bedeutet nichts anderes als ich tue die abstrakten, schmeiß die abstrakten Typen raus, mal nur noch die konkreten hin und löse alle Dinge, die ich durch Vererbung habe, auf, indem ich halt die Kanten, Attributkanten und Referenzkanten mehrfach hinmale. Und so mache ich das für den Typgraphen und ganz genauso macht man das dann für die Regel. Also wenn ich jetzt die Get-Regel flach klopfe, dann brauche ich halt drei Varianten für jede Art von Object eine. Das ist dann über diesem Typgraphen definiert, weil hier habe ich ja zu jeder Art von Object von Cell die Value-Kante und dieses Äquivalenzresultat sagt, wenn ich so eine Transformation mit über dem Typgraphen mit Vererbung habe, dann die Regeln alle flach klopfe und den Typgraphen flach klopfe, dann kriege ich mit dieser größeren Regelmenge, wo ich die Vererbung aufgelöst habe, ganz genau die gleiche Transformation mit einer von den Regeln. Also Vererbung ist Syntaktik Sugar. Aber man kann sich das Schreiben von jeden Mengen Regeln häufig sparen. Ich dachte, das hätte ich rausgeschmissen. Das wollte ich dann nach Groove noch einsteigen, falls wir Zeit haben. Also wir haben jetzt uns Attributierung und Vererbung in den letzten beiden Vorlesungen angeschaut. Datentypen werden formal durch Signaturen und Algebren spezifiziert. Für uns bedeutet das, wir stellen uns vor, die Datentypen, die wir brauchen, die Elemente sind im Graph da. Wir malen nur die hin, die wir brauchen. Dass ein Attribut, dass ein bestimmter Knoten einen bestimmten Attributwert hat, wird durch Kanten formalisiert. Und wir können Graph-Transformationssysteme kompakter spezifizieren, indem wir Vererbung unterstützen und dass abstrakte Typen werden nicht erzeugt. Die tauchen unter den erzeugten Elementen in den rechten Regelseiten nicht auf. Gut, und dann würde ich in Groove schauen wollen und aufs Übungsblatt. Fangen wir ganz kurz mit dem Übungsblatt an. Wir haben ja eben schon ein paar Fragen besprochen. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ist, diese Implementierung von einem Stack ist ja polymorph und das wird auf primitiven Datentypen von Groove nicht unterstützt. Also es ist völlig in Ordnung, wenn ihr dann ein Regelsystem für einen der Datentypen unterstützt. Also real heißt das in Groove oder Integer oder Strings oder Booleans. Sucht euch da einfach einen aus. Das hätte ich eigentlich dazu schreiben wollen, aber habe es dann beim Erstellen des Übungsblatts doch irgendwie vergessen. Ja, klar. Wir können auch als Objekt sehen, dieses T jetzt in dem Fall, also als noch einen neuen Objekttyp, der jetzt nicht Item ist, sondern irgendwie wieder Object in dem Fall. Ja, könnte man. Ich habe T genannt, weil er dann als quasi ein so Objekt im Ja, das ist auch völlig in Ordnung, ja. Genau. Die Frage war, dass man den Polymorphismus ja auch so unterstützen kann, dass man in seinem Typgraphen einfach eine Art von Knoten T
erzeugt und dann das ganze Regelsystem darüber entwirft. Und das ist völlig in Ordnung, klar. Dann Groove. Genau, hier ist eine Grammatik, wo ich einfach ein bisschen rumgespielt habe mit dieser Grammatik für den zirkulären Buffer. Und was ich auf jeden Fall mit euch anschauen wollte, ist Attributierung. Also wie macht Groove das? Der Typgraph für diesen Circular Buffer in der Grundgrammatik hat eigentlich erstmal keine Attribute, aber das hatten wir ja schon im Beispiel. Wir könnten sagen, dass der dass das, was im Objekt gespeichert ist, wie hieß es nochmal, Data, vom Typ Int ist. Also müssen wir hier erstmal einen Integer schaffen und das kriegen wir im Typgraphen einfach durch einen neuen Knoten anlegen, Int Doppelpunkt oder Real Doppelpunkt oder String Doppelpunkt, was auch immer man da braucht. Dann hat man so einen Blob, um sagen zu können, bestimmte Attribute sollen vom Wert Integer sein. Und dann kann ich von Object eine Kante dahin ziehen und die Data nennen. Und jetzt bedeutet das, dass eben dass die Knoten vom Typ Objekt ein Attribut vom Namen Data haben und das hat den Datentyp Integer. Also so Attribute in den Typgraphen rein mit einem neuen Knoten anlegen. Und dann das Attribut, was man braucht, bool, int, was auch immer, mit Doppelpunkt und die entsprechenden Kanten dahin ziehen. Und hier ist es auch so, ach, hier hatte ich sogar schon eins angelegt. In den Typgraphen gibt es einfach nur einen Blob für dieses Attribut soll vom Wert Integer sein, dieses soll vom Typ String sein. Also ich kann hergehen und sagen, ich habe hier bei der Kante, bei der Zelle ein Attribut num, das zählt zum Beispiel, wievielte Zelle das ist, die ist vom Typ Integer. Ich habe Data-Attribut bei den Objekten, aber da brauche ich nicht zweimal den Integer, das ist sowieso nur ein Blob, der sagt, okay, dieses Attribut hat den folgenden Datentyp, die kann ich auch ohne Probleme zu dem gleichen Knoten ziehen. Das macht keinen semantischen Unterschied. Wir können für die schöneren Graphen aber auch nochmal einen Wert anlegen. Ja, genau, sonst, wenn es größer wird, dann wird das unter Umständen schwierig. Genau, also so kriegt man die Attribute in die Typgraphen rein. Und in Regeln kopiere ich jetzt mal die Put-Regel. Genau, jetzt will ich ein Objekt reinlegen und möchte natürlich, dass das Objekt auch das Attribut gesetzt bekommt.
Hier kann ich jetzt auch einfach genauso wie eben einen Knoten mit int Doppelpunkt anlegen. Und dann die entsprechende Kante dahin ziehen. Und hier beschwert Groove sich jetzt, dass ich das einfach auf einen existierenden Integer gelegt habe und Groove natürlich nicht weiß, welcher Wert das sein soll. Kann ich entweder einen konkreten Wert hinschreiben. Also dann würde die Regel den Knoten, wenn Datentyp Doppelpunkt und dann konkreter Wert, also sowas wie 1 oder 5 oder 42, dann würde die Regel fix die Zahl 42 in das neu geschaffene Objekt abspeichern. Oder ich muss zusätzlich sagen, das ist ein Parameter. Also das ist ein Eingabeparameter, weil das ja neu geschaffen wird, par in, und dann muss ich das nummerieren, damit Groove weiß, in welcher Reihenfolge, wenn man jetzt die Regeln könnten dann programmatisch benutzt werden, und dann kann ich den Parameter mitgeben und dann muss Groove natürlich wissen, wenn ich mehrere Parameter habe, an welchen Knoten es welchen anbinden soll. Also ich schreibe weiter in Doppelpunkt, Zeilenumbruch, par in als Eingabeparameter und muss dann die Nummer, die durchnummerieren, startend bei 0, da das jetzt der erste war, also par in Doppelpunkt 0. Ja, bitte. Ein Parameter, der nicht als Eingabeparameter existiert, sondern schon zum Beispiel oben am Objekt. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, an der Zelle hängt jetzt noch ein blaues, man löscht den alten Intwert raus, und wenn jetzt an die Zelle unten noch ein blaues alter Wert drin. Das kriegen wir ganz genauso hin. Also wir ziehen dann einfach die Data-Kante für diese Attributierung auf den gleichen Integer. Und jetzt können wir hergehen und löschen, dass das ein Parameter ist, speichern, und Groove beschwert sich nicht, weil es jetzt beim Matching den Wert auflösen kann. Jetzt muss es ja ein Objekt finden, damit die Regel anwendbar ist, und die Data-Kante finden zu einem Integer. Das ist jetzt der Ansatz, sonst ist die Regel nicht anwendbar. Und dadurch kann es dann auflösen, welcher Integer das sein soll. Genau, das kommt jetzt als nächstes. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen, das können wir hier dran auch direkt uns angucken. Wir haben jetzt hier beim Typgraphen, da ist der Integer nur ein Blob. Das sagt nur, okay, dieses Attribut hat den folgenden Datentyp. Hier kann man sich das vorstellen, dass dieser Integer eine Variable vom Typ int ist, die eben dadurch, dass ich einen Ansatz finde, aufgelöst wird. Also meinetwegen könnte jetzt hier in dem Object Data auf 42 zeigen und hätte nur eine ausgehende Data-Kante, und dann würde Groove einen Ansatz suchen und würde diese Variable an den Wert 42 binden. Und das bedeutet, das ist auch eine Variable, die im Matching-Prozess eindeutig belegt wird, und wenn ich jetzt zwei verschiedene Integer-Werte brauche, muss ich jetzt hergehen in den Regeln und auch zwei verschiedene Integer-Knoten hinschreiben. Also wenn ich jetzt, ich hatte ja im Typgraphen auch so eine Num-Kante für die Zellen. Und
Wenn ich jetzt irgendwie eine Zelle mit einer bestimmten Nummer matchen will, dann muss ich das als zweite Variable in die Regel reinschreiben. Wenn ich das hier wieder verwende, dann wird die Regel nur genau dann anwendbar sein, wenn die Nummer der Zelle und der Data Input im Object zufällig genau der gleiche sind. Also wichtiger Unterschied zwischen Typgrafen und Regeln. Ja. Genau. Genau. Ja, aber man könnte die Regel ja, also selbst in dem Fall wäre die Regel dann ja, wenn wir uns mal vorstellen, wir hätten einen großen Buffer und da sind schon ganz viele Zellen gefüllt und die hätten alle unterschiedliche Datenwerte gespeichert, wäre die Regel ja häufiger hintereinander anwendbar. Weil das, ich könnte ja nach und nach die Datenwerte entnehmen. Und das wird tatsächlich als Variable interpretiert. Also durch den Matching-Prozess füllt Groove diesen Integer mit einem Wert. Man könnte sich das vorstellen, dass hier ein X steht vom Typ Integer. Und ich dadurch, dass ich einen Ansatz wähle, diesen Wert erst fülle. Und eben mit jeder Anwendung neu fülle. Das ist halt der Unterschied dazu, dass ich hier hergehe und sage, nee, ich schreibe da 42 rein, dann mappt es eben nur auf 42 und ist nur dann anwendbar, wenn da auch zufällig 42 steht. Genau. Dann zum Rechnen mit Attributen. Da kopiere ich mal die Extend-Regel. Das war die Regel, das ist jetzt die korrekte Variante. Wir löschen eine Next-Kante und schieben eine Zelle dazwischen. Und das machen wir nur zwischen der letzten und der ersten Zelle und auch nur dann, wenn der Buffer voll ist, also in der letzten Zelle auch wirklich ein Objekt gespeichert ist. Und dann hatte ich ja diese Nummerierung angelegt. Wir könnten ja hergehen und sagen, wir wollen, dass die Zellen nummeriert sind. Ich verschiebe mal alles, dass ich ein bisschen Platz habe. Also diese letzte Zelle hat einen... brauchen gleich hier unten Platz. Diese letzte Zelle, die hat einen Wert num, der zählt, die wievielte Zelle ist das? Also wollen wir, dass die nächste Zelle den nächsthöheren Wert bekommt. Also wir brauchen auch ein int, ein zu irgendeinem Integer soll für die neu geschaffene Zelle auch das num-Attribut hingezogen werden und das soll jetzt halt inkrementieren. Und was Groove da benutzt, sind sogenannte Product Nodes. Also da wird Product Node dient dazu, Attribute, also Datenwerte zusammenzuführen und mit denen etwas zu rechnen. Also muss man sich immer einen Knoten anlegen, wo man einfach Prod reinschreibt, Abkürzung für Product. Ach ja, das ist schon richtig, genau. Und der braucht jetzt Argumente. Und also da sammle ich, was sind meine Eingabe, was sind die Informationen, die reingehen und welches Ergebnis berechnet das. Und die Informationen, die reingehen,
die berechne ich durch Argumentkanten. Also muss ich von dem Product Node eine mit Arg Doppelpunkt beschriftete Kante ziehen zu den Argumenten und die werden dann auch wieder durchnummeriert. Also für sowas wie Subtraktion ist die Reihenfolge natürlich wichtig. Also hätten wir hier das erste Argument, das ist mein alter Wert. Und wir wollen inkrementieren. Ich wüsste nicht, dass Groove eine Inkrementfunktion hat. Also müssen wir hierher gehen und uns die 1 auch tatsächlich speichern. Also int Doppelpunkt 1. Und das wird dann mit arg Doppelpunkt 1 das zweite Argument. Also das sind die Werte, die eingehen in diesen Produktknoten. Und dann rechnet, soll der ein Ergebnis ausrechnen. Und da schreibt man dann, also zieht man den Knoten zu dem Ergebnis hin und schreibt dann den Datentyp an, int und dann die Operation. Und Dankeschön. Genau, also und das Vorgehen ist für alle primitiven Datentypen das gleiche. Also ich schaffe einen Knoten prot Doppelpunkt und dann ziehe ich Kanten zu allen Inputs, die ich brauche und dann ziehe ich einen Operatorknoten zum Ergebnis. Und so würde jetzt eben, wenn ich diese Regel anwende, würde geschaut, diese Zelle, welche Nummer hat die? Dann würde 1 dazu addiert und die nächste Zelle bekäme die Nummer 1 höher. Und ich könnte natürlich auch als Input, was weiß ich, den könnte ich genauso gut hergehen und sagen, ich will das zusammen addieren von der, also macht jetzt natürlich semantisch keinen Sinn. Und sagen, das hier ist jetzt mein zweites Argument. Also kann da relativ, genau, konkrete Werte reinschreiben, eben mit int Doppelpunkt 1 oder sowas, Variablen von existierenden Zellen auslesen. Und in der Anleitung zu Groove im User Manual da gibt es auf jeden Fall eine Tabelle mit allen Operationen. Genau, also da werden keine Operationen mit verschiedenen Datentypen als Input unterstützt, sondern immer nur auf einem primitiven Datentyp. Und genau, das ist dann die Tabelle, manche halt zweistellig, manche einstellig. Und auch das Addieren, wenn man jetzt mehr zusammen addieren will, dann kann man, wenn ich mich richtig erinnere, kann ich nicht einfach hergehen und
sagen int 1 und das hier ist dann das. Ah. So. Genau. Also ich habe jetzt wieder die 1 erzeugt und einfach einen dritten eine dritte Kante gezogen mit arg.doppelpunkt 2 und jetzt beschwert sich Groove, die arity 3 is incorrect. Also add hat eine arity von 2. Ich kann nicht mehrere Dinge aufsummieren. Dann muss ich eben hergehen. Und wenn ich das machen will und solche Product Nodes nesten, also hergehen und sagen, int Doppelpunkt, die Kante lösche ich jetzt mal und sage int add. Also habe ich diese zwei Integer aufsummiert und mir das Ergebnis hier gespeichert. Und dann schaffe ich einen nächsten Product-Knoten. Da ist das alte Ergebnis eben das erste Argument. Und dann schaffe ich mir wieder meine 1. Und das ist dann das zweite Argument. Und das Ergebnis int add kommt dann halt, also das muss ich dann nesten. Ja, also wir sind jetzt das mit Attributen durchgegangen, was ich noch durchgehen wollte vor der Übung. Habt ihr soweit Fragen? Genau, also muss man, ich vergesst dann immer so Sachen wie, ob es jetzt add oder sum oder was auch immer ist, aber da gibt es ja die Tabelle und muss dann auch manchmal rumprobieren, war es jetzt int op oder op int die Reihenfolge, genau, aber da gibt es ja eigentlich dann auch diese hilfreiche Seitenleiste, wo man sich ganz gut orientieren kann, wenn ich eine Kante ziehe, was kann ich denn jetzt da dran schreiben und dann steht da int und Doppelpunkt und dann kann ich einen Operator da dran schreiben. Das ist eine erlaubte Beschriftung für eine Kante. Genau. Frage noch, wie man dann, also eine Abfrage noch, wie groß ein Wert maximal sein darf zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber also wir könnten, dass also jetzt quasi die Zelle durchgeführt werden kann, wenn es nicht schon, wenn die Summe nicht schon irgendwie bei 2 ist. Genau, also dafür gibt es dann boolsche Werte und Operatoren. Und zeigt es das? Ja, jetzt zeigt es ja auch hier an. Und Vergleichsoperatoren. Also ich kann zwar nur Integer miteinander vergleichen, aber das Ergebnis der Operation ist dann bool. Und das heißt, man kann sich irgendwie einen festen Integer einspeichern in seine Regel und dann irgendwas rechnen und dann zwischen seinem Ergebnis und diesem festen Integer vergleichen und das soll dann halt true oder false sein. Und das true oder das wird dann so interpretiert, dass true die Regel ist dann tatsächlich nur anwendbar, wenn die so gematcht werden kann, dass tatsächlich true rauskommt. Also, ja, wir können das auch erstes Argument ist dieser Integer, zweites Argument ist dieser Integer, dann haben wir hier bool true
Und die Operation ist dann bool. Ach ja, weil ja. Ist auf Integer. Die Operation ist auf Integer definiert, also schreibe ich int hin, auch wenn der Wert true, bool ist. Danke. Genau, und das würde jetzt, also die Regel wäre jetzt nur anwendbar, wenn der erste Eingabeparameter tatsächlich kleiner ist als der zweite. Ja. Ja, wo, nee, ich glaube LE dachte ich wäre less und leg less equal. Ah, okay. Jetzt zeigt es mir die Anleitung wieder nicht an. Irgendwie auf den zweiten Bildschirm geschoben. Ja, genau. Also du hast recht, dass LT und LE habe ich dann aus LaTeX falsch in Erinnerung, also anders in Erinnerung. Gut. Dann wollte ich auch noch einmal anschauen Vererbung. Also wenn wir jetzt hier im Typgraph Vererbung einführen. Danke. Wenn wir jetzt im Typgraph Vererbung einführen wollen, dann können wir zum einen Objekte abstrakt machen. Da können wir einfach ein Apps vor den Typ schreiben und dann wird das kursiv gesetzt und ist jetzt abstrakt. Und wenn wir davon erben wollen, können wir ganz normal Knoten schaffen, wie wir uns das schon angeschaut haben, und dann eine SAP-Doppelpunktkante zum Typ ziehen, von dem geerbt werden soll, und dann taucht, wie man das aus UML-Klassendiagrammen kennt, so ein Pfeil mit dem leeren Dreieck auf. Also so mit Abs-Doppelpunkt macht man die Typen abstrakt, mit SAP-Kanten führt man Vererbung ein. Aber das braucht ihr jetzt auf dem nächsten Zettel noch nicht. Gut, also dann sind wir mit dem durch, was ich für heute auf jeden Fall durchkriegen wollte, dass ihr jetzt den letzten Rest von dem Blatt noch gut bearbeiten könnt. Habt ihr soweit Fragen zum Übungsblatt? Oder zu dem, was wir gemacht haben, dann würde ich einmal schauen, einmal ganz kurz in den Folien schauen, ja, doch, in einer Viertelstunde kriegen wir auf jeden Fall die erste Idee noch unter. Jetzt kommt als, ja, also dann überwiegend in der nächsten Vorlesung nochmal sogenannte Multiregeln und Kontrollfluss. Und wenn wir damit durch sind, dann der erste Block, wo wir dann auch mal ein bisschen in Anwendungen schauen, was kann man damit machen. Aber dann haben wir schon mal eine sehr große Menge an der benötigten Theorie zusammen, was Graph-Transformationen sind, was man genau
wie wir Regeln definieren, wie wir deren Anwendung definieren, wie wir Kontrollfluss kriegen, dass man damit dann auch anfangen kann zu arbeiten. Und was ich dann eben heute noch kurz anfangen und dann in der nächsten Woche fortsetzen will, ist, wie lässt sich eine For-Each-Semantik kompakt in Kraft-Transformationsregeln integrieren? Das braucht man dauernd, dass man eigentlich eine Operation nicht nur einmal, sondern so oft wie möglich durchführen will. Und das braucht man so oft, dass Leute hergegangen sind und gesagt haben, das kriegen wir direkt in den Regeln definiert. Und dann etwas allgemeiner Kontrollfluss für Kraft-Transformationssysteme, dass wir uns anschauen, wie schreibt man jetzt mit Regeln Programme, was für Operatoren gibt es da und noch verschiedene Sachen, wie man etwas leichtgewichtiger als mit Programmen durch sogenannte Ebenen oder durch Priorisierung das Scheduling von Regeln steuern kann. Und dann noch mal ganz kurz formal, was Ein- und Ausgabeparameter sind. Aber was wir jetzt uns noch kurz anschauen werden, ist nur das erste, Multi-Objekte als einfachen Spezialfall dafür, wie ich For-Each-Semantik kompakt direkt in eine Kraft-Transformationsregel reinkriege, ohne irgendwie ein Programm mit Regeln schreiben zu müssen. Weil das eben was ist, was ganz oft auftaucht. Genau. Wenn ich irgendetwas so oft wie möglich löschen will, ist die Idee, schreibe ich es einfach einmal in die Regel rein und markiere das auf eine gewisse Art und Weise und sage, das wendest du aber jetzt nicht nur einmal an, sondern ebenso oft wie möglich. Und das ist die ganz einfache Idee hinter sogenannten Multi-Objekten und Multiregeln. Also eine Multiregel kann Multi-Objekte enthalten. Und in der einfachsten Form ist jetzt ein Multi-Objekt einfach erstmal nur ein zu löschender Knoten oder eine zu löschende Kante. Und das steht eben so ein Multi-Objekt für einen Knoten oder eine Kante, die ich so oft wie möglich anwenden will. Und das mit den Kanten lassen wir implizit. Da sagen wir, wir haben Multi-Knoten, den will ich so oft wie möglich löschen. Und Kanten, die dahin führen, sind dann natürlich ebenfalls Multikanten. Die muss ich ja auch alle löschen, damit ich die Knoten überhaupt löschen kann. Und in dieser einfachen Form sind Multiknoten unabhängig voneinander. Also ich habe einfache, einzelne Knoten, die ich so oft wie möglich löschen will. Und die sind nicht irgendwie durch Kanten miteinander verbunden. Sobald ich damit loslegen will, brauche ich ein bisschen, muss ich das Ganze ein bisschen komplizierter definieren. Und dann nennt man den Teil der Regel, der nicht aus Multiobjekten besteht, die Kernregel. Das ist alles, das will ich durchführen, wie wir es bisher definiert hatten. Und eine Multiregel wende ich dann an, indem ich einmal festlege, wo will ich die Kernregel überhaupt anwenden. Also suche da einen Ansatz für die Kernregel und sage, da möchte ich die Regelanwendung durchführen. Und dann schaue ich, gegeben diesen Ansatz, wie kann ich an dieser Stelle die Multi-Objekte der Regel so oft wie möglich matchen, sodass sie diesen Ansatz für die Kernregel erweitern. Und die sammle ich alle ein. Das liefert mehrere Matches für diese Erweiterung. Und die Anwendung ist dann, wende all diese gematchten Multiregeln gleichzeitig mit der Kernregel an allen Ansätzen, die man gefunden hat. Und das nennt man dann die amalgamierte, also einfach zusammengeklebte Regel. Beispiele dafür. Bilder aus Groove. Also in Groove benutzt man ein Add-Zeichen, da schreibt man for all, schafft einen neuen Knoten, for all Doppelpunkt, dann kriegt man so ein Add. Und das benutze ich, um Multi-Objekte zu markieren. Und Groove macht das genauso wie gerade im Text. Die Knoten werden markiert und für die Kanten wird das dann implizit geschlossen. Okay, die muss ich auch so oft wie möglich matchen und löschen. Und unterschiedliche Zeiger
markieren unterschiedliche Multiknoten. Also mit Delete Object 1 würde ich jetzt hergehen und sagen, ja, was wäre hier die Kernregel? Also Kernregel war das, was nicht Multiknoten ist. Ja, das ist ja die komplette Regel. Also ja, bitte. Genau. Also Buffer und Cell war genau richtig, sind hier die Kernregel. Da suche ich mir einmal einen Buffer und eine Zelle. Und für die Zelle sammle ich dann alle ausgehenden Well-Kanten zu Objekten ein und lösche die bei der Regelanwendung alle. Und genau, also so wie wir bisher das Beispiel angeguckt hatten, hatten wir natürlich immer nur ein Objekt in der Zelle. Da hatte ich jetzt überlegt, führe ich ein neues Beispiel ein, wo das ein bisschen sinnvoller ist mit den Multiregeln und ihr müsst euch ins Beispiel neu reindenken oder behalte ich das Beispiel und schlage hier Regeln vor, die semantisch ein bisschen dubios sind. Also stellen wir uns einfach jetzt mal im Folgenden vor, so eine Zelle könnte mehrere Objekte halten. Einfach nur, um zu verstehen, wie die Multiregeln funktionieren. Ja, bitte. Genau. Das ist einfach die Art und Weise, wie Groove markiert, das ist jetzt ein Multi-Element. Ich nehme mir einen solchen Tag her, um ein Multi-Objekt zu markieren. Genau, also die Kante wird dann mit einem Add beschriftet und zeigt dann eben auf diesen Alquantor. Kann sich jemand vorstellen, was die Delete Object 2 Regel dann machen würde? Ja, Max. Nur eine Zelle zu nehmen, da alle Objekte zu löschen, schauen sich hier direkt zwei einzelne Zellen an, da entsprechend alle Objekte von. Genau. Ja, bitte. Genau, also wenn es das wird dann, wenn wir das nächste Woche verallgemeinern, wird das einen interessanten Unterschied machen. Die Kernregel muss gematcht werden. Das heißt, ich muss einen Buffer und beide Zellen finden, damit ich überhaupt einen Ansatz für die Kernregel habe, sonst ist die nicht anwendbar. Die Regel ist anwendbar, wenn eine der beiden Zellen keine Objekte hat. Dann ist es eben trivial, alle zu löschen. Dann ich sammle einfach nur alle Matches auf, die es gibt. Ich sammle alle Objekte, die da drin hängen und lösche die. Und wenn es keins gibt, ist auch gut, habe ich halt null aufgesammelt. In Groove gibt es da noch die eine Spezialsyntax for all x. Das bedeutet dann, es muss mindestens auch eins geben, sonst ist die Regel nicht anwendbar. Aber jetzt, wenn man das formal definiert, habe ich eigentlich noch nie jemanden gesehen, der damit anfängt, sondern eigentlich immer. Also ansonsten könnte ich auch hergehen und einfach ein Objekt an sich löschen und dann alle anderen mit for all löschen. Also das ist nur Syntaktik Sugar, den Groove da bietet. Aber genau, wir sammeln den Multi-Objekt so oft auf, wie es das halt gibt und löschen das. Und wenn es das nullmal gibt, ist das in Ordnung. Aber die Kernregel, die müssen wir erstmal matchen. Und wenn wir die nicht finden, dann ist das Ganze auch nicht anwendbar. Also das ist eine ganz einfache Variante von For-All-Syntax in Graph-Transformationsregeln.
Aber das ist schon was, was man dauernd braucht, wenn man irgendwas spezifizieren will. Also allein sowas wie ich sammle alle Methoden einer Klasse auf und schiebe sie in eine Oberklasse, um so ein Refactoring zu spezifizieren mit einer Krafttransformationsregel. Oder all solche Dinge, das braucht man wirklich oft, dass man sagt, also in dem Fall würden die Objekte nicht gelöscht, sondern nur die Kanten dahin. Da wäre dann nur die Kante, das Multi-Objekt. Genau, aber sowas braucht man wirklich oft und deswegen gibt es dafür ein eigenes Konzept, ohne dass man schon Programme braucht. Genau, und dann kommen wir zu einer Verallgemeinerung von dem Konzept, wo wir nicht nur ein einfaches Objekt so oft wie möglich matchen, sondern vollständige Teilgraphen, wo es dann halt nicht nur ein einzelnes Objekt als so oft wie möglich markiert ist, sondern direkt eine ganze Struktur. Schauen wir uns dann nächste Woche als Verallgemeinerung an und kommen dann auch zu Programmieren mit Krafttransformationsregeln. Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit.